Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming mit Ben. Und heute werde ich kurz antesten die Demo von Rayman Legends und ein ganz spezielles Level, was für mich also hier aus der Demo das beste Level ist, und zwar Castle of Rock. Generell ist das ein ganz süßes Level. Hier nochmal schönes Logo natürlich zu sehen. Ach ja, ist schon später am Abend. So, das Ganze wird hier gezockt über die Wii U. Und ich würde sagen, ja, den Kompan brauchen wir eigentlich nicht. Kannst nach Hause gehen, ja. So, und ich will gerade mal gucken. Ganz schnell. So, also jetzt. Und auf die Plätze, fertig, los. Warte, ich mache mal eine Ziellinie. 1, 2, 3, los. Und da kommt schon die Flamme da uns. Oh yeah! Haben wir gerade Soundtrack! Und nochmal ein Sprung und Rayman macht. Oh! Ein wahrer Klassiker! Das finde ich auch an den Rayman-Spielen jetzt erstmal zur Zeit, was ich hier soweit sehe, an den Rayman-Spielen am besten, ne? Weil es ist nicht so 3D-mäßig wie Rayman 2 oder sowas. Schön so 2D-Rayman, wie damals das PlayStation 1 Spiel war. Und die Flammen kommen hier immer näher. Hilfe! Knochen hier ein paar wegschlagen. Ah, oh, schön, so Kung Fu Kick nochmal gemacht. Hat aber nichts gebracht, leider. Oh Gott, mein Arsch brennt mir schon ab hier. Hilfe! Die Musik hört sich so ein bisschen an wie von AC/DC, finde ich jetzt persönlich. Nur natürlich in einem etwas krankeren Rhythmus hier. Schöne Banjo noch im Hintergrund. Der Castle of Rock hat Banjo. Ist dabei so. Mann, das wird sogar perfekt dieses Mal, glaube ich. So als Oberpro-Gamer, ne? Muss da drin sein eigentlich schon. Gib einen leichten Ohrwurm. Und da kommt er. Der Oberprogrammer auf the Castle of Rock. Aber geil, das war dieses Mal bei der Aufnahme sogar an perfekt. Und ja, das war der kurze Test zu Rayman Legends, die Demo. Die Episode oder Folge Castle of Rock. Und ja, wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder bei Gaming with Ben. Und ja, gerne Video liken und unseren Kanal abonnieren, wenn ihr bestens informiert sein wollt über neue Games natürlich. Bis dann und tschüssikowski.